Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Im Nachtzug nach Kiew. Vielleicht wirkt die gemeinsame An- und Abreise ja positiv aufs sogenannte Teambuilding. Die europäischen Außenminister und Ministerinnen hatten jedenfalls viele Stunden Zeit für informelle Begegnungen. Und in ein Kriegsgebiet zu reisen, ist ja auch keine ganz alltägliche Erfahrung. Ins Auge fällt allerdings, wer bei diesem historischen Treffen nicht dabei war. Ungarns und Polens Außenminister ließen sich vertreten. Die Ungarn haben es ja eh nicht so mit Unterstützung für die Ukraine. Und die Polen haben gerade Wahlkampf. Da ist die Freundschaft zum bedrohten Nachbarn plötzlich auch nicht mehr so uneingeschränkt. Hinzu kommt noch der gestrige Wahlsieg des pro-russischen Kandidaten in der Slowakei. Anne Brühl berichtet vom Treffen in Kiew. Was für ein Bild, was für ein Ort. Europas Außenminister sind nach Kiew gekommen, mitten im Krieg. In dem ukrainische Soldaten sterben, auch weil sie Europas Freiheit verteidigen, so sieht das die Ukraine. Durch die Arbeit auf allen Ebenen sichern wir die Einheit Europas, unserer gemeinsamen Heimat. Europas Einheit ist ohne die Ukraine unmöglich. Gruppenfoto mit dem Präsidenten. Zum allerersten Mal in seiner Geschichte tagt der EU-Außenrat außerhalb der EU. Die demonstrative Einigkeit aber täuscht. Die Außenminister von Polen und Ungarn lassen sich vertreten. Nicht alle Mitgliedstaaten wollen weitere Militärhilfen für die Ukraine. Deshalb geht es heute in Kiew auch darum, auszuloten, was gemeinsam überhaupt möglich ist. Wir sind in einer Phase, glaube ich, angekommen, wo wir nicht zweifeln dürfen an unserem Weg. Der Weg ist, Putin die Mittel wegnehmen, jedenfalls es versuchen, dass es wehtut in Russland mit den Sanktionen und Munition und natürlich Waffen weiter zu liefern. In der großen europäischen Runde ist viel von Solidarität die Rede. Es ist die deutsche Außenministerin, die konkreter wird und eine Verstärkung der Luftverteidigung ins Spiel bringt. Denn im Land gehen auch an diesem Tag die russischen Angriffe weiter. Und deswegen werbe ich hier bei meinem zweiten Besuch im Herbst diesen Jahres hier in Kiew dafür, dass wir als Europäer, aber eigentlich gemeinsam weltweit, jetzt alle Anstrengungen unternehmen, um einen Winterschutzschirm aufzustellen aus Luftverteidigung, aus Schutz von kritischer Infrastruktur und vor allen Dingen Generatoren. Waffen, Munition, Geld, darauf hofft die Ukraine. Und bekommt diese Zusage. Die EU werde über 5 Milliarden Euro an Militärhilfen beraten und sich weiter an der Schulung ukrainischer Militärs beteiligen. Wir fahren damit fort, ukrainische Soldaten auszubilden. Das Ziel heute ist 40.000 in den nächsten Monaten. Und das beinhaltet auch das Spezialtraining für die Piloten von Kampfjets. Am Nachmittag besucht die deutsche Außenministerin Babyn Yar. Eine Schlucht in Kiew, in der deutsche Einsatzkräfte 1941 die jüdische Bevölkerung zusammentrieben. In 2 Tagen mehr als 33.000 Menschen erschossen. Ein Ort, der an die deutsche Verantwortung erinnert. Und die Bundesaußenministerin ist uns aus Kiew zugeschaltet. Guten Tag, Frau Baerbock. Schönen guten Abend. Im Moment ist noch schön in Kiew, aber der Winter steht bevor. Sie haben einen Winterschutzschirm angeregt. Gibt es denn da irgendetwas Konkretes? Wird es zum Beispiel neue Flugabwehrsysteme geben oder Ähnliches? Insbesondere bei der Luftverteidigung müssen wir noch mehr tun. Wie Sie bereits gesagt haben, man spürt hier schon den Herbst in der Luft. Und wir haben im letzten Winter erlebt, dass dieser brutale russische Angriffskrieg auch die brutalsten Methoden wählt. Das heißt, im Winter Elektrizitätswerke anzugreifen mit dem Ziel, dass bei minus 20 Grad dann hier die komplette Wasserversorgung einfriert. Und um das zu verhindern, haben wir im letzten Jahr Generatoren geliefert und haben aber auch die Luftverteidigung verstärkt. Und ich war vor ein paar Wochen gerade hier, habe mir eins dieser Umspannwerke angeschaut und dadurch gesehen, was dieser Schutzschirm, den wir geliefert haben, leisten kann hier für Kiew. Mhm. Und das müssen wir jetzt mobilisieren für das gesamte Land, dass wir durch mehr Luftverteidigung, durch Generatoren sicherstellen, dass in diesem Winter nicht erneut die Humanität nicht nur angegriffen wird, sondern hier an unterschiedlichen Orten zerstört wird. Haben wir denn noch solche Systeme, die wir liefern können?
Das ist mein eindringlicher Appell an alle europäischen Partner, an die internationale Gemeinschaft, gemeinsam jetzt einen Winterschutzschirm aufzustellen. Das heißt, wir haben schon sehr viel geliefert von diesen hochmodernen Iris-T-Systemen, Patriots und auch Geparts. Und wir schauen bei uns jetzt selber, europäische Partner schauen, aber vor allen Dingen der Appell weltweit, all diejenigen, die gerade diese Patriot-Systeme haben, gemeinsam dazu beizutragen, dass die Menschen in diesem Winter nicht wieder im Dunkeln sitzen müssen, frieren müssen und sich sogar Sorgen machen müssen, ob ihre Wasserversorgung noch steht. Was den Ukrainern auch nach eigener Aussage sehr helfen würde, wenn sie die Front weiter nach hinten schieben könnten. Dazu bräuchten sie Waffen, Marschflugkörper mit längerer Reichweite. Das könnten die Deutschen, wenn sie wollten, sofort liefern, die Taurus. Aber da tut sich immer noch nichts in Berlin, richtig? Genau, das ist eine hochkomplexe Frage, mit der wir auch mit den Amerikanern im engen Austausch sind. Der ukrainische Präsident Zelensky war ja im Weißen Haus gerade vor kurzem, als die Vereinten Nationen getagt haben in New York, dann in Washington. Der Bundeskanzler ist mit im Gespräch. Also das sind sehr diffizile Fragen. Aber ich habe ja hier auch vor ein paar Wochen gesagt, uns ist klar, wie wichtig, dass auch dort eine weitere Unterstützung kommt, wie wichtig das für die Menschen hier vor Ort ist. Aber es muss, wie gesagt, bis ins letzte Detail geplant werden. Da Sie die Amerikaner gerade schon ansprechen, was nun für die Ukrainer sehr beunruhigend ist und eigentlich auch ganz Europa, die dort jetzt nun alle in Persona der Außenministerinnen und Außenminister versammelt sind, beunruhigen muss, ist, dass der Rückhalt in Teilen des US-politischen Establishments zurückgeht. Jetzt konnte man sich ja haushaltspolitisch im Kongress noch nicht mal einigen. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus? Dass wir jeden Tag auf der ganzen Welt, in Europa, aber auch in den USA und im Rest der Welt erinnern müssen, wir können uns nicht an diesen Krieg gewöhnen. Vielleicht haben Sie es im Beitrag gerade gezeigt. Wir waren hier mit allen Außenministerinnen und Außenministern an dieser so berühmten Wand, wo all die Gefallenen mit ihrem Foto hängen. Väter, Mütter, Eltern. Zum Teil Kinder, Freunde, manche gerade erst erwachsen geworden, das ganze Leben noch vor sich. Und deswegen sind wir unter anderem als Außenminister der EU hier, um deutlich zu machen, das ist nicht normal. Ein Angriffskrieg ist nicht normal. Dass 19-Jährige ihre Zukunft, ihr Leben nicht mehr leben können, ist nicht normal, weil sie in unserem Jahrhundert einfach weggebombt werden. Und das war auch mein Appell, als ich in den USA war, an unsere amerikanischen Freunde, gerade auch an die Republikaner. Wir brauchen gemeinsam diese Unterstützung, weil es hier eben nicht nur um die Verteidigung der Ukrainer, um die Rettung der Menschen hier vor Ort geht, sondern um die Verteidigung unserer Friedensordnung in Europa. Und ich habe aber viele Republikaner auch so verstanden, dass wenn es dann drauf ankommt, wir wissen alle, wie Innenpolitik ist, aber wenn es drauf ankommt, dass es auch von amerikanischer Seite diese Unterstützung weitergeben wird. Bröckelt Unterstützung aber ja auch innerhalb Europas. Also dieses Treffen findet statt einen Tag nach der Wahl in der Slowakei. Da kommt nun eine pro-russische Partei an die Regierung, die noch nicht mal mehr Militärhilfe für die Ukraine leisten will. Herr Orbán freut sich. In Ungarn freut sich über einen neuen Verbündeten auf dieser pro-russischen Seite. Wie will die EU damit umgehen? Indem wir jeden Tag gemeinsam um diese Mehrheiten werben. Deswegen sind wir gemeinsam hier. Hier sind fast alle EU-Außenminister. Wenn gerade gewählt wurde in der Slowakei, dann kann derjenige natürlich nicht mit dabei sein. Wir müssen auch sehen, wie sich da die Regierungsbildung dann entsprechend zusammensetzt. Aber natürlich geht es darum, dass wir die Unterstützung in der gesamten EU weiter leisten. Das haben wir auch mit Ungarn, auch wenn es nicht immer einfach war, in den letzten anderthalb Jahren hingekommen. Und alle spüren hier, alle, die mit mir hier sind, ob es nun die Finnen ist, ob es meine französische Kollegin ist, ob es mein tschechischer Kollege ist oder mein portugiesischer. Wir alle spüren hier, wenn man mit den Menschen redet, wie wichtig es ist, dass diese Unterstützung fortgeleistet wird. Weil wir sind hier alle mit dem Zug gekommen, mit dem Nachtzug. Das ist unser Europa. Wir sind hier mitten in Europa. Und deswegen geht es auch um unsere Freiheit, um unseren Frieden auf unserem Kontinent. Sagt die deutsche Außenministerin Frau Baerbock. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke ebenso. Und damit Frau Baerbock auch wieder rechtzeitig im Zug zurücksitzt, haben wir das Interview am späten Nachmittag aufgezeichnet. Hintergründe zu Russlands Krieg gegen die Ukraine, dem Treffen der Außenminister und was Moskau dazu sagt, finden Sie bei uns natürlich wie immer auch online auf ZDF heute. Und jetzt geht's bei dir weiter, Heinz, mit dem Blick auf den Tag der Deutschen Einheit.
In Hamburg haben die Feierlichkeiten dazu schon heute begonnen mit einem großen Bürgerfest, das am Mittag von Hamburgs erstem Bürgermeister Tschentscher offiziell eröffnet wurde. Unter dem Motto Horizonte öffnen werden zu dem zweitägigen Fest hunderttausende Besucher erwartet. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist morgen der Festakt in der Elbphilharmonie. In einer ZDF-Dokumentation zum Tag der Deutschen Einheit hat sich auch die frühere Bundeskanzlerin Merkel geäußert. Das war ihr erstes TV-Interview nach ihrer Kanzlerschaft. Sie spricht darin unter anderem darüber, warum sie sich erst zum Ende ihrer Amtszeit zu ihrer persönlichen DDR-Geschichte äußerte. Weil ich mich immer als Kanzlerin aller Deutschen verstanden habe, vielleicht auch manchmal nicht so getraut habe, aus der DDR-Zeit frank und frei dauernd zu sprechen, weil das wieder auch so eine Art Stigmatisierung geworden wäre. Jetzt kommt sie wieder mit ihrem Ostdeutschland. Das Interview mit der Kanzlerin AD für die Dokumentation Am Puls, wie viel Einheit haben wir erreicht, wird morgen nach der 19 Uhr Heute-Sendung ausgestrahlt und gibt es schon jetzt in voller Länge in unserer ZDF-Heute-App. Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung sind heute bundesweit viele Fach- und Hausarztpraxen geschlossen geblieben. Bei einer zentralen Demonstration in Berlin legten niedergelassene Medizinerinnen und Mediziner symbolisch ihre Kittel vor die Tür des Bundesgesundheitsministeriums. Ihre Forderung, die, Zitat, schmerzhaften Sparmaßnahmen zulasten der Praxen und ihrer Patienten müssten zurückgenommen werden. Bei Krankenkassen und Patientenschützern stießen die Aktionen auf Kritik. In New York hat heute ein Zivilverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Trump wegen Vorwürfen des Finanzbetrugs begonnen. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, seine beiden ältesten Söhne und leitende Mitarbeiter unter anderem jahrelang die Vermögenswerte der Familienholding manipuliert zu haben, um günstigere Kredite zu bekommen. Im Falle einer Verurteilung drohen Trump ein Bußgeld in Millionenhöhe und ein Verbot, in New York Geschäfte zu machen. Trump weist alle Vorwürfe zurück. Riesenspektakel heute im Hamburger Hafen. Die feierliche Taufe des größten deutschen Containerschiffes. Auf der Berlin Express werden künftig mehr als 23.600 Container Platz finden. Voll beladen wird sie den Hamburger Hafen aber gar nicht anlaufen können. Das alte Problem. Hamburg liegt nun mal nicht direkt am Meer. Und die Elbe ist als Wasserstraße nicht tief genug. Auch wenn sie im Laufe der Zeit immer wieder vertieft wurde. Bereits um 1900 wurde die Elbe tiefer gegraben, auf etwa 6 Meter. Seitdem ist sie noch mehrfach ausgebaggert worden, zuletzt vor 2 Jahren. Inzwischen können Frachter mit einem Tiefgang von bis zu 14,5 Metern einlaufen. Bei der direkten Konkurrenz im Nordseehafen von Rotterdam sind dagegen 20 Meter Wassertiefe längst Standard. Das ist natürlich ein massiver Wettbewerbsnachteil für Hamburg. Dazu kommt noch, dass die Fahrrinne regelmäßig mit Schlick und Sand vollläuft. Baggerschiffe kommen mit dem Entfernen gar nicht hinterher. Deshalb musste die schiffbare Wassertiefe wieder reduziert werden. Seitdem ist noch weniger Ladung erlaubt. Aber das sind nicht die einzigen Sorgen, die die Feierlichkeiten heute etwas überschatteten. Sven Rieken berichtet aus Hamburg. Ausgerechnet Berlin Express. Taufte Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten, das neue Flaggschiff der Hapag-Lloyd-Reederei auf den Namen der Hauptstadt, die Hamburg schon so viel versprochen hat. Hilfe beim Elbe-Ausbaggern, der Schienenanbindung, Landstrom und Digitalisierung. Doch seit Jahren bleibt es bei Versprechungen. Wir haben vor allem die First Lady, Frau Büdenbender, heute gewinnen können, dieses Flaggschiff der deutschen Handelsflotte zu taufen. Und das mag vielleicht auch ein Signal sein, dass man in Berlin ein Auge wirft auf den größten deutschen Seehafen und die Notwendigkeit, die maritime Schifffahrt in Deutschland zu halten, sie auch voranzubringen. Weil Hamburg das aber nicht schnell genug geht, hat sich die Stadt jetzt selbst einen finanzstarken privaten Partner gesucht. Die Schweizer Reederei MSC übernimmt, so der Plan, 49,9% der Betriebsgesellschaft des Hamburger Hafens. Erstmals also kauft eine Reederei nicht nur Ladekapazitäten an einem Terminal, sondern Anteile des gesamten Hafens, also der Holding. Investitionssumme noch geheim.
Klar, wir sind auch beteiligt in anderen Häfen. Das brauchen wir auch. Wir wachsen schon und wir haben mehr als 100 neubare Schiffe unterwegs. Deswegen brauchen wir die Kapazität. Antwerpen und Rotterdam sind Hamburgs Hauptkonkurrenten. Dort unterstützen die Niederlande und Belgien ihre Häfen und dort wächst der Hafenumschlag um 20% jährlich. In Hamburg dagegen ging der Umschlag zuletzt um 6% zurück. Insgesamt wünschen wir uns natürlich die richtige Investition in den Hafeninfrastruktur. Das ist nicht nur hier in Hamburg, ja, aber auch in Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Ich meine, man muss einfach investieren, um weiterhin mitzuhalten, auch mit Rotterdam und Antwerpen. Hamburg prescht vor und wartet nicht, dass der Bund investiert. MSC soll es richten und verspricht Investitionen und sehr viel mehr Ladung in Hamburg. Die aber gibt der Weltmarkt eigentlich nicht her. Der Hamburger Deal wird daher die anderen deutschen Häfen einiges an Umsatz kosten. Natürlich wird am Ende wahrscheinlich Bremerhaven der große Verlierer aus diesem Deal sein, weil die Ladungspakete, die im Moment in Bremerhaven sind, dann wahrscheinlich eher nach Hamburg rüberwandern. Insofern rückt Bremerhaven so ein bisschen in so eine Sandwich-Position dann zwischen Hamburg und Antwerpen vor allem. Auch Hapag-Lloyd hatte übrigens darauf gehofft, im großen Stil in Hamburg einsteigen zu können. Die neue Containerschiff-Klasse heißt wohlwollend Hamburg-Express-Klasse. Und auch wenn heute die Berlin-Express dran war, das 7. Schiff der Serie wird Hamburg-Express heißen. Es ist wie mit der nationalen Hafenstrategie. Die Hanseaten brauchen Geduld. Tja, eine echte gemeinsame nationale Hafenstrategie gibt es bisher jedenfalls nicht. Da ist sich ganz föderal doch jeder selbst am nächsten. Mit den Gemeinsamkeiten tun wir uns ja eh nicht ganz leicht. Das wird sicher auch morgen wieder ein Thema sein beim Tag der Deutschen Einheit. Dabei ziehen sich die Konfliktlinien bei politischen Einstellungen und Weltbildern keineswegs nur entlang einer Ost-West-Achse. Diesen Gräben und Grabenkämpfen widmet sich die ZDF-Dokumentation Die Streitrepublik. Die zweite Folge dieser Doku wird morgen Mittag um 12 Uhr ausgestrahlt. Sie ist aber schon jetzt in der Mediathek abrufbar. Und eine Vorausschau darauf liefern uns die Autoren Melanie Haag und Peter Kunz. Vier Deutsche, zwei Sofas. Streit und politische Fronten. Rechts außen. Das war jetzt wirklich böse. Die DDR war aber leider pleite. Die war nicht pleite. Die war total pleite. Ja, was ist denn der Staat jetzt? Mit Billionen Schulden. Aber es funktioniert ja alles noch. Ja, noch. Heiko Braun und Tochter Rebecca aus Thüringen. Er ist AfD-Protestwähler. Sie fühlt sich von der Politik nicht abgeholt. Vierertreffen zum 3. Oktober. Christiane von Gierke war mal im Bundesvorstand der Grünen. Ihr Sohn ist AfD-Fraktionspressesprecher im nordrhein-westfälischen Landtag. Ich hasse das ja Westen-Osten. Ja? Also früher haben wir ja Ossi-Wessi gesagt, beziehungsweise sagen ja die meisten immer noch. Aber das finde ich auch übertrieben inzwischen. Ich habe es selber benutzt. Wie war das denn damals nach der Wiedervereinigung? Also ich würde mich da nicht als Fan der, wie man damals sagt, Ossis bezeichnen, sondern war da eigentlich eher sehr ablehnend. Und auch von oben herab, arrogant. Wir haben gewonnen. Aber es ist blöderweise hängen geblieben, dieser arrogante Blick auf die Ostdeutschen. Heiko Braun. Im Film Streitrepublik beschrieb der Maschinenbauer seinen Weg ins gemeinsame Deutschland. Nach 33 Jahren ist es für ihn keine Verheißung mehr. Wir haben es aufgedrückt gekriegt, Kapitalismus, Westen, alles gut, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die im Osten groß geworden sind, das ist jetzt die Generation, die jetzt Richtung Rente geht, die vergleicht immer stärker das System im Osten, das ist im Westen. Und sie haben in den 30 Jahren gefühlt, für mich auch, gemerkt, auch dieses System hat Ecken und Kanten ohne Ende. Deswegen ist momentan, denke ich, die Streitkultur im Osten aufmüpfiger wie im Westen. Protestwähler Unmut, den die AfD für sich einsammeln will. Wer ist denn wirklich Opposition? Und wer ist für das Ganze nicht verantwortlich, weil er nie in Regierungsverantwortung war? Das sind nur wir. Eine Partei, die die Reihen nach außen schließt, mit dem rechtsextremen thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke mittendrin. Er wird es mir manchmal ganz schlecht, wenn ich das höre. Er benutzt wirklich Nazi-Begriffe, faschistische Begriffe, völkische Begriffe. Ich rede jetzt weiter und unterbrich mich nicht. Das kannst du dann machen. Das ist absolut Mutter Christiane und Sohn Chris. Also Bulle zum Beispiel zu sagen, und die Familientoleranz kommt an ihre Grenzen. Also ich habe Höcke noch nie zum Mord aufgerufen hören. Und ich weigere mich auch immer dagegen, immer zu distanziere dich von diesem.
Muss ich nicht und werde ich auch nicht. Solange er AfD-Mitglied ist, ist er AfD-Mitglied. Punkt. Ich habe dir gesagt, wenn du jemals die Meinung von Höcke vertrittst, dann bist du für mich wirklich auch rechtsradikal. Dann kann ich eigentlich unsere Diskussionsebene nicht mehr akzeptieren. Rote Linie, auch in einer Streitrepublik. Und jetzt nochmal Heinz mit dem Blick auf die Finanzmärkte. Die Finanzaufsicht BaFin hat einen Sonderbeauftragten für die Deutsche Bank bestellt. Das gab die BaFin heute bekannt und teilte mit, er soll überwachen, dass das Institut die Einschränkungen im Kundenservice bei den Niederlassungen Postbank und DSL Bank zügig und vollständig beseitigt. Valerie Haller, worum geht es da konkret? Also die beiden IT-Systeme der Postbank und der Deutschen Bank wurden mit großem Aufwand zusammengeführt, mit dem Ziel, jedes Jahr viel Geld zu sparen. Das hat aber zu massiven Problemen geführt. Seit Monaten häufen sich die Beschwerden der Kunden. Zeitweise konnten sie nicht auf ihre Konten zugreifen. Der Kundenservice war kaum erreichbar. Baukredite wurden blockiert. BaFin-Chef Branson bezeichnet das Chaos bei der Postbank als inakzeptabel. Deutsche Bank-Aktionäre reagieren verschnupft. Mit über 3% im Minus gehören die Papiere heute zu den größten Verlierern im DAX. Selten wurde eine Bank so scharf von der Aufsicht gerügt wie die Deutsche Bank. Ein Aufpasser für den Verbraucherschutz, das hat es bislang noch nicht gegeben in einem großen deutschen Finanzinstitut. Und was bedeutet das für die Deutsche Bank? Also für die Deutsche Bank ist das eine teure Angelegenheit. Die Probleme zu bewältigen kostet erstmal viel Geld, weil Leute dafür engagiert, externe Firmen beauftragt werden müssen, ganz abgesehen vom Imageschaden. Die Deutsche Bank sagt, sie wolle mit dem Sonderbeauftragten eng zusammenarbeiten und weitere Servicekräfte engagieren. Bis Ende des Jahres will sie den Rückstau aufgelöst haben. Manche sagen, das sei sehr ehrgeizig. Schafft sie das jedenfalls nicht, drohen weitere Sanktionen. Valerie Haller. Vielen Dank. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist trotz konjunkturellen Gegenwinds auf einem historisch niedrigen Niveau von 6,4%, wie das Statistikamt Eurostat bekannt gegeben hat. Niedriger war die Quote seit Einführung des Euro noch nie. Allerdings verzeichnen die Statistiker bei der Jugendarbeitslosigkeit aktuell eine Quote von 13,8%. Deutschland gehört nach den Angaben zu den Ländern mit niedriger Gesamtarbeitslosenquote. Am höchsten ist sie demnach in Spanien. Nach dem Brand in mehreren Diskotheken im spanischen Murcia sind 5 zunächst noch vermisste Personen lebend gefunden worden. Die Stadtverwaltung gab derweil bekannt, dass 2 der 3 betroffenen Clubs seit letztem Jahr keine Betriebsgenehmigung mehr besaßen. Mit einer Schweigeminute gedachten Politiker und Behördenvertreter der insgesamt 13 Todesopfer. Am frühen Sonntagmorgen war das Feuer in einem der Clubs ausgebrochen. Die Ursache ist weiterhin unklar. Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Peking das Halbfinale erreicht. Der 26 Jahre alte Hamburger gewann gegen den Chilenen Nicolas Jarry in 3 Sätzen und spielt nun gegen den US Open-Finalisten Daniil Medvedev um den Einzug ins Endspiel. Für Zverev war es auf seiner China-Tour der 7. Sieg in Serie. In der vergangenen Woche hatte er bereits das Turnier in Chengdu gewonnen. Als in der Corona-Pandemie die sogenannten mRNA-Impfstoffe angeboten wurden, schien das unheimlich schnell gegangen zu sein. Was ja bei manchen auch Verunsicherung auslöste. Wo kommen die plötzlich her? Doch so schnell oder plötzlich war das gar nicht. Der mRNA-Technologie ging Jahrzehnte der Forschung voraus. Vor allem 2 Forscher hatten sich der Entwicklung dieser Medizintechnologie verschrieben. Eine gebürtige Ungarin, die damit schon in den 1980er Jahren begann, und ein US-Amerikaner, die schließlich gemeinsam forschten. An Corona dachten sie da noch nicht. Es ging um eine grundsätzliche Methode, Körperzellen mit Informationen zu versorgen und Krankheiten zu bekämpfen. Dafür bekommen die beiden den diesjährigen Medizin-Nobelpreis. Christina Kajatz erzählt ihre Geschichte. Ihre Zusammenarbeit begann Ende der 90er Jahre, als man sich noch am Kopierer treffen konnte und niemand ahnte, welches Potenzial sich hinter ihren Ideen verbarg. Die in Ungarn geborene Katalin Karikó und der US-Amerikaner Drew Weissman forschen gemeinsam an der Universität von Pennsylvania. Viele Jahre entschlossen, nicht locker zu lassen, obwohl sich die Wissenschaft kaum für sie interessiert.
Wir konnten keine Forschungsgelder bekommen, wir konnten nicht publizieren und niemandem klarmachen, wie interessant RNA ist. Klinische Studien scheiterten und fast jeder auf diesem Gebiet gab auf. Ich war für die RNA zuständig, er der Immunologe, und wir haben uns gegenseitig etwas beigebracht. Wir haben gemeinsam gelernt und dann 2005 publiziert, wie man Messenger-RNA herstellen kann, die keine Entzündungen auslöst. Entzündungen waren bis dahin ein Problem. Allerdings sorgt auch die Veröffentlichung 2005 in der Fachwelt nicht für Euphorie. 2013 kommt Katalin Karikó nach Deutschland, arbeitet für den Mainzer Konzern BioNTech. Auf der Grundlage ihrer Forschung gelingt Jahre später, während der Corona-Pandemie, die Entwicklung einer ganz neuen Art von Impfstoffen in atemberaubender Geschwindigkeit. Die Konzerne BioNTech und Moderna bringen als erste sogenannte mRNA-Impfstoffe auf den Markt. Ein entscheidender Schritt, um die Pandemie zu besiegen. Für einen mRNA-Impfstoff wird ein Teil der Erbinformationen des Virus kopiert. Der Vorteil dieser Impfstoffe: sie enthalten keine Anteile des Virus, sondern nur genetische Informationen. Die mRNA überlebt nur kurz, kann das Erbgut des Geimpften nicht verändern. Sie liefert aber den Bauplan für die Spike-Proteine, die dann an der Zellhülle platziert werden. Das löst eine Reaktion des Immunsystems aus. Das Nobelkomitee würdigt diesen Erfolg heute mit der höchsten Auszeichnung, die in der Wissenschaft zu vergeben ist, und sieht noch mehr Potenzial. Das gesamte Feld der Krebsimpfungen, die wir jetzt noch nicht haben, aber es wird sehr viele verschiedene Krebsimpfungen geben, die sich gegen unterschiedliche Tumore richten, möglicherweise sogar individuell abgestimmte Impfungen gegen den Krebs. Eine große Hoffnung, aber die Erfolge werden sich vielleicht nicht gleich einstellen und die Wissenschaft einen langen Atem brauchen, so wie die Nobelpreisträger dieses Tages. Das war's von uns. Gleich nach dem Wetter geht's mit dem ZDF-Montagskino weiter. Und um 0.05 Uhr gibt es dann unser heute schon ein Update mit Nazan Göktemir. Und uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.